Hallo und herzlich willkommen zurück zu Darksiders. In der letzten Folge haben wir uns weiterhin auf die Suche gemacht gehabt nach Bruchstücken der Armageddon-Klinge und anderen verlorenen oder vergessenen Schätzen. Und am Ende der Folge waren wir leider hier festgeglitscht. Ich habe dann einfach mal den Spielstand gespeichert und neu geladen und kam dann hier vorne an der Gebietsgrenze wieder raus. Und ja, jetzt werden wir uns mal weiter auf die Suche machen. Zwei Bruchstücke fehlen uns noch. Einige andere Sachen fehlen uns auch noch, die wir dann hoffentlich mitnehmen werden. Und wir werden jetzt mal gucken, wo wir überall so hinkommen. Die Kreuzung, die trockene Straße, der Würgeacker und die eingestürzte Treppe. Wo werden wir denn mal hingehen? Ich denke, wir gehen zum glühenden Geigenturm, machen uns von dort auf zum Würgeacker. Weil ich denke, auf dem Weg dahin, da war noch etwas, wo wir den Leereläufer brauchten, um uns Portale da irgendwo hinzumachen. Deswegen schauen wir doch da mal nach. Ansonsten werden wir dann das Artefakt beim Würgeacker uns holen. Das Artefakt nicht, das Bruchstück. Und dann mal schauen. Der glühende Geigenturm, da muss ich raus. Komm zu mir, mein getreues Ross. Da sollst du bitte lang. Hopp, 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 hopp. Und los geht's. Wir können ja auch mal eben zu Samael gehen, was der Gute uns denn noch zu sagen hat, wenn er hier noch rumstromert. Hallo, Samael. Bist du noch da? Nein, kein Samael mehr da. Okay. Dann halt nicht. Diese beiden nervenden Viecher meint ausgeschalten. Wieso springst du denn nicht? Ich hab doch auf die Leertaste gedrückt. Och Mann, Krieg. Jetzt aber bitte, ja? So schwer ist das gar nicht. Dankeschön. So, wie gesagt, ich war der Meinung, hier war noch was. Dort unten die Kiste hatten wir geholt. Da ist noch eine Kiste. Dort ist das andere Portal. Ich hab den, glaube ich, gerade gar nicht. Nein. Die Maske, die brauchen wir gar nicht. Da ist noch eine Kiste. Wo? Da ist das andere Portal. Eine Lebensessenz. Sehr praktisch. Okay, dann können wir hier wieder wieso springst du nicht, wenn ich auf die Leertaste drücke? Ach, nehmen wir uns den jetzt eben hier erstmal vor.
Und dann war das mit dem, wo ich den leeren Läufer noch brauchte, doch noch woanders auch noch. Okay, wir machen uns jetzt trotzdem erstmal auf zum Würgeacker. Holen uns dort das Bruchstück der Klinge. Und dann schauen wir doch mal. Der Würgeacker. Dort entlang geht's zum Klingenbruchstück. Was war hier unten? Ein Artefakt. Völlig übersehen. Artefakt-Soldat. Wie hätten wir das nur übersehen können, ey? Oh Mann. Da kommt so ein blöder, dicker Skelettgegner. Da ist auch noch so ein dicker Gegner. Ich ignoriere die jetzt gerade mal einfach alle und werde mal einfach direkt hier reinspringen, um zum Bruchstück zu gelangen. Ja gut, das ist jetzt die letzten Folgen, wo wir hier so ein bisschen uns um die ganzen Sachen hier kümmern, dass die langweilig sind für euch, das kann ich mir gut vorstellen. Ich bin ja auch nun mal nicht der witzigste und gesprächigste Let's Player, der so tolle Geschichten nebenbei noch erzählt oder lustige Kommentare von sich gibt. Aber naja, ist auch immer noch mein erstes Let's Play. Das war jetzt die 40. Folge, glaube ich, die ich sogar davon aufnehme. Jetzt brauche ich die Klinge, um die Bombe da in die Luft zu jagen. Wie gesagt, das ist jetzt die 40. Folge, die ich aufnehme. Ah, was haben wir denn hier Schönes? Ein Lebensstein vollständig. Das ist doch toll. Ein vollständiger Lebensstein. Dich finishen wir. Und dich auch. Ich glaube, ein kompletter Lebensstein fehlt uns noch. Dann haben wir, glaube ich, alles vollständig. Und jetzt, brauche ich natürlich die Kette wieder. Dass ich mich hier hochziehen konnte. Oh, wer seid... Na... Ich werde dir das Fleisch von den Knochen reißen. Uns fehlen ja auch noch zwei legendäre Waffenerweiterungen. Die wir uns ja auch noch suchen wollten. Oder die ich ganz gerne noch suchen wollte. Autsch. Seele gehört mir. Mal schauen, was da noch gleich da in der Kiste ist. Das sieht doch auch irgendwie nach was Wertvollem aus. Ja, erstmal nehmen wir den auseinander. Und was haben wir hier in der Kiste? Wieder auferstehen. Sollte ich vielleicht auch mal öfters benutzen. Wir brauchen die Maske. Okay. Steckt sich dort etwas? Nein, aber da kommen zwei Gegner. Etwas Neues zum Spielen. Yeah.
Na komm schon. Das war Nummer 1. Hey, hier oben bin ich. Und Nummer 2. Dankeschön. Und hoch hier. Und ein Bruchstück. Finden Sie das letzte Stück der Klinge. Aber gerne ein Bruchstück Klinge. Okay, da ist eine unsichtbare Wand, da kann ich also nicht hin. Gut. Dann haben wir hier alles. Ah, ich kann hier meinen Schreit ausrufen. Sehr coole Sache. Okay, hier jetzt nicht mehr. Bin mir nicht sicher, ob wir hier noch irgendwo nicht was wohnen könnten. Vielleicht ein Artefakt oder sowas. Wir gucken uns das hier einfach mal an. Und zack. So. Was haben wir denn hier noch, was wir hier... Ah! Artefaktmeister! Das hat sich doch auch schon mal wieder gelohnt. Was finden wir denn noch Schönes auf dem Weg jetzt hier überall? Bin mir sicher, dass noch einiges, was wir hier überall finden könnten. Dort kann man da irgendwie... Nein. Ich hätte gedacht, man könnte da vielleicht mit der... dem Leereläufer, mit so einem Portal da durch. Die eingestürzte Treppe. War hier noch etwas? Hey, hallo. Oh. Führt ihn der Gerechtigkeit zu! Na, komm schon. Und schön den Brustkorb eingeschlagen. Mal schauen, was uns denn diese tolle Waffe hier so alles bringt. Wahrscheinlich nicht sehr viel. Na, dann lassen wir sie erstmal liegen. Wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, hier war jetzt so nichts mehr. Naja, gehen wir mal zu Wulgrim und machen uns auf den Weg zum letzten Artefakt. Nicht Artefakt, sondern Bruchstück. Wulgrim, ich komme. Wulgrim, danke.
Da bin ich doch gerade, die eingestürzte Treppe. Okay. Sei gegrüßt. Dann also doch oben lang irgendwie. Oder wir gucken mal auf die Gebietskarte. Blepp. Dort ist nichts zu sehen. Dort ist auch nichts zu sehen. Da ist das Artefakt. Bruchstück. Nicht Artefakt, Bruchstück. Irgendwann wirst du das vielleicht auch noch lernen. Na gut, dann... gehen wir doch mal wieder oben auf den Highway. Was war denn hier noch Schönes? Nix. Der Schwertträger kommt! Hätte springen sollen. Hätte ich jetzt da die Waffe vielleicht haben sollen? Hallo? Ansicht? Danke. Da bist du. Hey, ihr seid ja viele. Wir werden nicht nachgeben! Nee, ich merke das schon, dass ihr mir jetzt ziemlich auf die Nerven geht. Nein, nicht wunderbar. Komm, geh runter auf den Boden, dankeschön. Und jetzt nehme ich dich... Ach, wieso konnte ich den jetzt nicht zu Ende finishen? Jetzt will ich den nochmal hier finishen. Dankeschön. Mann. So, und du hältst jetzt auch mal schön die Fresse. Müssen wir hier rüber. Oh, hier geht mir sowas von auf den Sack. Na, wo seid ihr? Haben die sich wieder verpisst? Schade. Jetzt aber. So, komm schon, komm schon. Jetzt nehme ich hier die... Ach komm, scheiß auf die Waffe. Chaosfresser Stufenanstieg. Der Chaosfresser ist voller Energie und seine Kraft wird immer größer. Ich glaube, das ist jetzt die Maximalstufe.
Nee, noch nicht. Aber gut, wir werden das ja erfahren. Da oben sehen wir auch schon das Artefakt. Und jede Menge Nerven da. Dein Ende ist nah. Vor allem trifft er mich da noch in der Luft. Was soll der Scheiß denn? Ich will das Bruchstück jetzt noch haben. Dein Ende ist nah. Wir werden nicht nachgeben. So, du gehst mir jetzt erstmal nicht mehr auf den Sack. Ah, da kommt doch noch mehr. Das war's aber jetzt hoffentlich. Müssen wir nach ganz oben und sobald ich das Bruchstück in der Hand habe, beende ich die Folge. Ja, keine Gegner. Nein. Das ist es. Das letzte Teil dieser verfluchten Klinge. Und jetzt sollten wir zu Ultan gehen, um die Sache zu Ende zu bringen. Bringen Sie die Stücke zu Ultan, aber das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.